Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gott, hier sind wir vor dir, jeder in seinem Haus und doch verbunden in dir als deine Gemeinde. Christ ist erstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Diesem Ostergruß grüße ich Sie ganz herzlich an diesem Ostersonntag. Wir feiern Ostern, jeder für sich alleine zu Hause, und doch sind wir verbunden. Gott, zu dir dürfen wir immer kommen. Mit allem, was uns beschäftigt, dafür danken wir dir. So bitten wir dich heute für alle Menschen auf der Welt, für Kranke und Gesunde. Herr, erbarme dich. Für alle Ärztinnen und Ärzte, für Pflegerinnen und Pfleger. Herr, erbarme dich. Für alle Menschen in den Armutsgebieten und Flüchtlingslagern dieser Welt. Herr, erbarme dich. Für alle Geschäftsleute, die Angst um ihre Existenz haben und um die ihrer Familien. Herr, erbarme dich. Für unsere Lieben, besonders für die, die jetzt Hilfe brauchen. Herr, erbarme dich. Für alle, die anderen helfen. Herr, erbarme dich. Für uns selbst, für das, was uns jetzt am Herzen liegt. Herr, erbarme dich. Gott, verbunden mit allen, die dir vertrauen, beten wir gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne uns und behüte uns. Er lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns seinen Frieden. Amen.